wollt ihr doch nur was zum Saufen. Das darf nicht der Ernst sein. Ich hab dir schon 100 Mal gesagt, sauf nicht so viel. Hm? Na ja, schau her, Ziegenmilch kannst trinken. Du hast nicht so viel Scheißerei und musst den ganzen Tag am Häusl sitzen. Ziegenmilch schmeckt einfach nicht. Nein, nein. Dieser Vollidiot denkt tatsächlich, dass ich mit der Abflussrohr eine Ziege melken kann. Mann! Ja, nee, du, das ist aber witzig, ne? Das stell ich mir aber bildlich vor, voll das Kopfkino. Ey, schau mal da, ich hab's genau gesehen, die Ziegen verdecken schon wieder ihre Milch. Also mir reicht's jetzt endgültig. Ich geh jetzt darüber und hau der Ziege aufs Maul. Nein, warte. Jetzt hab ich die Schnauze voll. Abflussrohrreiniger! Du kriegst schon voll den Käfer in den Mund. Hatschi! 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 Entschuldigung, das wollte ich nicht. Widerlich! Ja, frische Luft, endlich! Puh, heftig, ey, die ganze Hütte ist zusammengekrocht. Wo sind die Ziegen? Hä? Hier, nimm das magische Rohr und viel Glück! Nee, ich kann doch das goldene Rohr nicht für die Ziegen nehmen. Nee, spinnst du eigentlich? Vorhin wolltest du doch auch eine Ziege erschlagen, mach's doch einfach! Den Schluck habe ich mir für den Notfall aufgehoben. Jetzt weiß ich's. Wir verkloppen einfach den vor uns. Oh ja, voll auf die Schnauze. Ich habe nur beste Züge. Tja! Blöd, ich knall euch auf Fresse, aber vor ich trink die letzte Schluck Ziegenmilch, die gibt von Markt. Ja, mein Kleiner, jetzt ist er hin. Nur weil er einen hennigen Ziegenlikör gesoffen hat.